Hey Freunde, mein Name ist Azel, Member der Pizza Squad, und ich begrüße euch zu einem neuen Part von Zelda Majora's Mask. Im letzten Part haben wir diese 15 wunderschönen Feen abgegeben und haben doppelte Kraft bekommen. Wir sind jetzt nur noch halb so anfällig für die Angriffe von Gegnern. Was ziemlich praktisch ist, weil wir jetzt direkt zum Dungeon zurückgehen. Aber ich glaube, den Boss kriegen wir jetzt noch in diesem Tag, in diesem Cycle der 3 Tage hin. Das sollte möglich sein. Danke, Schildkröte. Jetzt ein letztes Mal betreten wir diesen Dungeon, wenn man ihn so nennen mag. Er ist halt wie jeder Wasserdungeon. Es gibt nicht viele gute Wassertempel in Zelda, finde ich. Einer der wenigen guten ist tatsächlich der aus Twilight Princess. Der ist ziemlich gut. Aber zum Beispiel der Ocarina of Time, nicht sehr geil. Und ich finde auch hier haben die dieses Problem nicht wirklich behoben, weil es ist halt, man muss halt immer die Schalter umlegen, die Steinhebel-Kreisel-Dinger da, um die Flussrichtung umzudrehen in diesem nächsten Hauptraum, wo wir gleich sind. Und dann muss man halt immer hin und zurück, und das ist halt auch einer der Gründe, warum man den Wassertempel und Ocarina of Time zum Beispiel so nicht so sehr mag. Man dreht sich immer im Kreis in diesem Dungeon. Und es liegt nicht nur daran, dass sich dieses Ding auch im Kreis dreht, nein, sondern es liegt auch daran, weil das Dungeon Layout da so zugeschnitten ist, dass man halt sich nur im Kreis bewegen kann. Und deswegen finde ich, hat das so ein bisschen, ja, so einen bitteren Nachgeschmack irgendwie, weil du halt immer im Kreis läufst, dann musst du wieder von vorne anfangen, dann verpasst du was und kannst dich einfach umdrehen. Meistens. Du kannst halt nicht einfach umdrehen, sondern musst du weitermachen und dann nochmal von vorne beginnen und so weiter. Und das ist halt nicht gerade sehr praktisch. Aber genug gesprochen, jetzt geht es zu dem Boss. Könnt ihr schon ahnen, was uns erwartet? Ich weiß es. Beten wir für das Beste. Geronimo! Jetzt haben wir uns gerade alle unsere Beine gebrochen. Versklavter Wächter der Meere. Georg, George, Georg. Tatsächlich hat man in der Community keine Ahnung, wie man diesen Namen aussprechen soll. Aber das hindert uns nicht daran, ihn jetzt brutal abzuschlachten. Hätten sie seine Eltern wohl besser benennen sollen. Hallo? Lässt du mich mal los? Also da hier Magiepötte verteilt sind, denke ich mal, müssen der Magie angreifen. Vielleicht kann es sein, dass er gleich aus dem Wasser springt und wir ihm damit den Eisfallen eine verpassen müssen. I did not. Oh, was? Hey, ganz, Bruder, ganz ruhig. Ich will keinen Stress. Ich hol schon mal den Bogen raus, um sicher zu sein. Was sagt Taya denn dazu? Kommst du ihm jetzt nicht zu nahe, wird er dich verschlingen. Ziele aus der Ferne auf ihn, um ihn zu schwächen. Also ich soll ihn wirklich anziehen. Ich soll ihn wirklich anzielen, aber mit normalen Pfeilen, mit Eispfeilen, kann das fair von der Kante bleiben, der rammt gleich wieder. Gut, bin nicht reingefallen. Und jetzt sollte er wieder hochspringen. Nein, tut er natürlich nicht. Nein. Da, genau, dann müssen wir angreifen. Aber ich weiß nicht, was das triggert. Muss ich näher rangehen? Ich weiß halt nicht, wann der welche Attacke macht. Ich glaube, jetzt macht er wieder die Sprungattacke. Nee, macht er nicht. Doch, macht er. Ich treffe ihn einfach nicht. Bruh, nicht dein Ernst. Man, kannst du jetzt mal aufhören? Komm, spring. Spring. Spring, als wüsstest du nicht, wie man läuft. Ich muss ihn auch anders besiegen, das kann es nicht sein. Also ich habe ihn getroffen. Oh, steht unten. Ah, shit. Ah, da kommt er. Okay, ich hab ihn. Was? Ich hab ihn nicht? Ich hab ihn doch getroffen. Jetzt kommt er. Nee, doch nicht.
Hä, woran sehe ich das denn, wenn er kommt und wenn er nicht kommt? Ich glaube, es liegt tatsächlich daran, wenn er nah dran ist, dann springt er. Jetzt geht er zum Beispiel wieder weg. Jetzt geht er weg und jetzt wird er nicht springen. Jetzt sind da. Okay, er springt doch. Ignoriert deine eigenen Regeln. Okay, er geht wieder zurück. Springt er jetzt? Nee. Das ist mir eiskalt egal, was er macht. Er macht so von Bock hat. Er ist ein freier Fisch. Er lässt sich von niemandem was sagen. So, hab ihn gehittet. Aber er lebt noch. Muss ich mit normalen Feind einfach draufballern, bis er kommt, oder? Wow. Ja gut. Ist egal, ich habe eine Fee. Soll er mich verspeisen. Da komme ich wie Hades aus seinem Bäuchlein raus und zerschneide ihn. Und ich dachte, man bräuchte in gegen den Endgegner von einem Dungeon das Dungeon-Item zu benutzen. Pff, was habe ich mir bloß dabei gedacht? So, Georg, das kommt in Ruhe. Natürlich lässt er mich nicht in Ruhe, danke. Was war das denn gerade? Oh Gott, verdammt war das Move. Was ist das hier für ein Scheiß? Ich krieg das... Mann, ey. Geh drauf, geh drauf, geh drauf. Natürlich, da hole ich immer ein. Vielleicht bin ich auch so dumm und ich kann ihn einfach aus der Ferne angreifen. Mit Pfeil und Bogen. Ich mach das einfach. Ich sollte aufhören zu denken... Ja, ich sollte aufhören zu denken. Ich wollte eigentlich noch was dazu sagen, aber der Satz fasst es eigentlich auch ganz gut zusammen. Funktioniert nicht, ich muss auch hingehen. Oh nein, der hat noch eine zweite Form. Was sind das denn für Rattenviecher, Alter? Holt mich jetzt wieder ein, jetzt sterbe ich wieder. Oh mein Gott! Wenn ich das jetzt noch klatsche, ne, dann gib mir, keine Ahnung, gib mir irgendwas. Irgendwas gegen den Schmerz. Oh, die sind Herzen! Nein! Ich wusste nicht, dass die Herzen droppen. Ja, das war's. Ich wusste nicht, dass die Herzen droppen. Was war das gerade? Ich bin gerade in die Luft geschwommen. Nee, wir haben noch einen Tag und 12 Stunden, um den Boss zu machen. Das sollten wir hinkriegen. Brauche ich eine Fee? Eigentlich schon. What the fuck? Was passiert heute, Alter? Gut. Also dann, Runde 2. Werden wir nochmal scheitern? Höchstwahrscheinlich. Er darf nicht den ersten Hit kriegen. So. Und rein mit dir. Und weg, und weg, und weg. So. Bleibt immer stehen. So. Okay, es läuft besser, es läuft besser. Kannst du bitte anvisieren? Nein, okay. Fuck. Jetzt geht er hoch, geht er hoch, geht er hoch, geht er hoch, geht er hoch. Naja. Also ich habe ihn getroffen anscheinend. Ja, ich habe... Alles klar, das kann ich auch so treffen. Aber er landet halt trotzdem immer noch im Wasser. Und ich krieg immer einen Hit, wenn ich da bin. Auch mit dir. Dankeschön. Aber ich habe auch langsam den Dreh raus mit dem wieder zurückklettern. Man darf nicht direkt... Also nicht direkt in den kürzesten Weg da hoch, sondern man muss... Man muss ein bisschen ausruhen von am besten in die... nicht in die Richtung, in die er... Okay, wir sind in der zweiten Form und wir haben über die Hälfte der Herzen und noch die Fee. Das ist ganz gut. Ich glaube, ich kümmere mich jetzt aber erstmal um die kleinen Fuckviecher. Die sollten jetzt auf mich zukommen. Oder er kommt auf mich zu, das geht auch. Oh mein Gott, dieser Juke. So, ich bringe erstmal alle deine Kinder um.
Nein, was machst du da? Was war das, Link? Was machst du da? So, jetzt wieder rein. Oh mein Gott. Boah, ich werde immer besser da drin. Ah, nein, nein, ich warte bis zum nächsten Cycle. Ich habe Zeit, ich habe Zeit. Ich warte bis zum nächsten Cycle. Ich habe keinen Zeitdruck. Ich kann doch jetzt schießen. Okay, es läuft gut, es läuft gut, es läuft gut. Okay, nice Shot, direkt rein, rein, rein. Runter vom High Ground, runter vom High Ground. Nein, danke. Egal, egal, egal. Der ist auch hoch. Oh mein Gott, Alter, ich kriege jedes Mal Herzinfarkt, wenn er so lange wartet. Nein, 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 nein. Fucking shit. Ach, danke, das ist eigentlich besser von dir, danke schön. Kommst du auch wieder zurück, oder? Weg, 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 weg. Und da hat er mich. Mann, ich hasse dieses fucking Fischvieh. Warum existierst du? Haben deine Eltern dich jemals geliebt? Nein, wahrscheinlich nicht, weil du so aussiehst, wie du aussiehst. Ganz ehrlich. Okay, das war gemein. Und gib mir eine 5 Wasser. So. Ich glaube, es wäre auch schlauer, ihm von der Seite eine reinzuhauen. Als von vorne, weil ich glaube, da ist irgendwie, da ist diese eine komische Hitbox, die mir die ganze Zeit so ein bisschen Schaden macht. Okay, war eh der letzte, war eh scheißegal. Aber danke, meine Herren! War das ein Krampf gerade, dieser Kampf. Alter! Victory Screech! Da ist der Erzcontainer. Unser 10. wenn mich nicht alles täuscht. 2, 4, 6, 8, 10. Eine Energieleiste erhöht sich um ein Herz. Ja, 10. Perfekt. Wir haben jetzt schon eine Leiste voll. Das bedeutet, es gibt, ich glaube, Mavi und Grido auch 20 Herzen. Deswegen. Hälfte haben wir schon geschafft. Georgs Vermächtnis ist auf dich übergegangen. Der reine Geist, den diese Maske im Körper Georgs gefangen hielt, ist nun wieder frei. Dir gebührt dank seiner Rettung. Immer wieder gerne. Ich weiß, wir hatten so unsere Schwierigkeiten. Aber das in einer langen Freundschaft, da hat man das schon mal. Da ist das nicht so schlimm. Da verzeiht man sich gegenseitig. Da hilft man sich. Da ist man nett zueinander. Manchmal schlägt man sich auch ins Gesicht. Manchmal beleidigt man sich als Huch und so. Mann, ich hasse dieses fucking Fischvieh. Aber das ist nicht so schlimm. Hey, hör doch. Wir brauchen deine Hilfe. Wenn du dich jetzt abwendest, wird dieser Welt etwas Schreckliches zustoßen. Ihr seid die Einzigen, die dieses Unheil abwenden können. Das war es, was Tahil uns sagen wollte. Hilft uns sehr Freund. Das ist schwer so zu sprechen, wenn da ein Buchstabe nach dem anderen kommt. Ich verstehe. Wir sollen auch dem Letzten helfen. Dann gebt uns ein Versprechen. Auch ihr werdet uns helfen. Nun kann ich mich wieder zur Ruhe begeben. Auch ich muss den ewigen Gesetzen gehorchen. Doch ich werde durch den Schleier des Schlafes hindurch die Welt beobachten. Das Böse, das dieses Land heimsucht, ist nun noch nicht verschwunden, Azoleh. Aber erst, nachdem Lulsus Stimme noch einmal meine Seele liebkost hat, werde ich gehen. Ich glaube, die Götter werden das gestatten. Ja, ja, ja. Okay. Stimmt, was ist eigentlich mit der Lulu? Kann doch jetzt wahrscheinlich wieder reden, oder nicht? Aber hier sind ja jetzt die Leute weg, die es immer vorher bewacht haben. Und die Bandmitglieder. Wahrscheinlich stehen die alle auf der Bühne und ich habe sie nicht gesehen. Wer hätte das ahnen können? Die warten wahrscheinlich alle auf mich. Dann let's go. Also mit ihr kann ich immer noch nicht reden, aber mit ihm kann ich reden. Du bist spät, Mikau. Wo hast du dich denn umgetrieben? Lulu wartet schon auf dich. Wo hast du, Mikau? Du bist spät. Oho, weißt du, was du bist? Du bist Stimme, sie kann wieder singen. Oder kann ich mit ihm reden? Ja, nee, doch. Ja, kann ich.
Gute Arbeit, Mika. Lulus Stimme. Sie ist wieder da. Ich glaube, Lulu würde gerne mit dir sprechen. Geh so rasch zu ihr. Mika, du bist wieder hier. Das ist gut. Ich war sehr überrascht, als meine Stimme diese einsame Insel in eine Schildkröte verwandelt hat. Doch das Lied, das du für mich gespielt hast, auch meine Mutter hat es vor langer Zeit für mich gesungen. Ich legte diese Eier, weil sie mich daran erinnern sollten. Dieses Lied stammte aus meiner Kindheit, daher hatte ich es schon vergessen. Ich habe dir Schreckliches angetan, Mikau. Aber jetzt wird alles wieder gut. Bald findet das Konzert statt. Lass uns mit den Proben beginnen. Eins, zwei, drei. Ich glaube, zu singen zu dürfen, ist ein Geschenk der Götter. Das ist schön, aber ich frage mich immer noch, wie zum Fickerchen dieses eine Herz herankomme. Danke, dass du vorbeischaust. Dein Sohn ist akkurat gekommen. Es ist dein Zimmer, dieses Seeluft tut mir nicht gut, deshalb würde ich gerne dein Zimmer mieten. Hier ist dein Wirbel. Dafür kann ich nichts. Ich verstehe immer nicht, wie ich da rankomme, muss ich mal nachschlagen. Aber naja. Aber dann würde ich es auch schon wieder sagen, war es das für diese Folge. Sie ist ein wenig kurz ausgefallen und wir haben leider nur den Boss geschafft. Aber im nächsten Part, der wird, glaube ich, wieder ein bisschen umfangreicher, ein bisschen abwechslungsreicher. Ich hoffe, ihr bleibt gespannt. Bleibt fresh, euer Esel.